Guten Abend, ihr Herrschaften, und willkommen zurück zu Age of Empires Let's Battle. Dieses Mal wieder einmal mit einem Abonnenten. Dieses Mal sogar mit einem neuen. Also zumindest mit einem, mit dem ich bis jetzt nur ein Spiel gespielt habe, und das war gerade eben. Wir sind, in Klammern leider, im normalen Age of Empires, weil er noch nicht die Expansion Packs hat. Ja, lass man erstmal drin, damit man 3 von 4 Spiele haben. Ansonsten kann man sonst nichts dazu sagen. Er spielt recht ordentlich, das muss ich sagen. Ich habe meinen Hut gezogen. Wenn Sie spielen wollen. Hi. Minus hi. Nein. Das war mir irgendwie klar. You're bad. Heißt es jetzt, er soll es bereuen? Wir haben ja schon einige Zeit im Spiel verbracht und jetzt spontan, wo ich die Aufnahme anfange, kommen sie rein. Ist ja auch super. Tut mir leid, dass ich sie kicken muss, aber wenn ich mal Host bin, dann kann man es ja wenigstens ansatzweise fair machen. Weil ansonsten, der Leutnant wird definitiv nicht spielen wollen. Es ist extrem laut, ich weiß, ich entschuldige mich dafür. Aber das passiert immer, wenn man von Age of Empires wieder rein und raus geht. Naja, wenn das fair sein soll. An der Hauptwettbewerb, ich sag mal, ich gebe einen relativen Scheiß drauf. Aber naja. So, 10 Minuten. Oh Gott, nein, nicht Karibik. Oh Gott, warum denn Karibik? Im letzten Spiel bei Yu und jetzt Karibik. Willst du mich noch ernsthaft verarschen? Na, klasse. So, und Tierfarm finde ich ja sowieso auch nicht. Die brauche ich ja auch. Also, Herden. Brauche ich auch gar nicht. So, und ihr jagt die mal hier ran. Da, jagen! Idioten. Der baut gleich ein Haus. Gott, Verschwendung. Aber es ist Karibik, das heißt, ich farme lieber ein bisschen Holz. Er hat kein Wasserdeck. Arg. Immer Wasserdeck haben. Immer. Überall. Mit jeder Zivilisation. Weil man kann immer zufällig irgendwo aufs Wasser geschmissen werden. Wenn es nur 2 Karten sind, die sich unterscheiden. Hier habe ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 drinne. Mal schießen. Jetzt noch ein Stück näher rangehen. Das gleiche Prozedere hier nochmal. Hat jetzt nicht sehr viel gebracht, aber naja. Ready. Commandment. Right. Yes.
So, gucken wir uns mal die Decks der anderen an. Der Franzose hat noch gar kein Deck ausgewählt. Das ist natürlich super. Der Holländer auch nicht, weil die erste Lieferung wahrscheinlich jetzt erst ankommt. Das heißt, wir warten noch ein kleines Stückchen. So. Nein, immer noch nicht. Klasse. So, ich erkundschaft, ich gehe mit meinem Kundschafter hier mal ein bisschen näher an die Küste ran, damit meine Dorfbewohner dann sofort die Häfen hinbauen können. Denn ansonsten ist der Sichtbereich zu klein und dann geht es nicht mehr. So, meine erste Lieferung ist schon fast drin. Das ist ein übelstes Rush-Deck. Oh Gott. Der hat nur unser Deck nicht, immer noch nicht ausgewählt. Klasse. Commandment. Richt Forster. Yes. Richt Forster. So, zwei Richt gehen hier Forster. hin. Einer geht hier hin. Und du baust das. Eil. Recht Hunter. Command Hunter. Hunter. Yes, ready. You want. Der rusht übel. Ready. Ja, das wollte mal ein Schau werden. Und ich wollte irgendwann auch mal agen. Hab vielleicht ein bisschen zu spät gemacht. Ein bisschen sehr viel zu spät. Naja. Jemme Forster. Komm Forster. Heil Forster. Oh, shit. Ich habe gar keine 700 Holz. Hä? Die 700 Holzkiste Heil. habe ich gar nicht. Ready. Ja, gut, das ist dann schlecht. Richt Forster. Ready, yes. Aber ich spiele nicht so oft hier im Normalen, deswegen kann es sein, oder kann es durchaus vorkommen, dass Commandment. hier mein Recht Deck etwas, Forster. naja, lückenhaft ist, sagen wir es mal so. Yes. Ne, das brauchen wir jetzt nicht. Da holen wir uns lieber noch ein schickes Häuschen. Ready. Du baust, du Recht gehst dann hier Forster. hin. So, hat jetzt der Holländer endlich mal sein Deck ausgewählt? Ja. Der Holländer kommt auch schnell, aber definitiv über Land. Mein Deck ist für etwas längere Spiele ausgelegt, weil wegen mehr Karibik und Stuff. Commandment, Recht Forster. Shit. Ready. So, jetzt können wir die Jagd unterholen. Richt unter, unter. So, bauen wir sofort ein. Um möglichst viel Zeit zu sparen. Yes. Warum sind diese Nahrungskisten jetzt gerade Richt da? Forster. Heil. Richt Forster. Yes. Ready. Right. Evolve. Ich verstehe auch nicht, warum sie beim normalen hier einfach das nicht mittlerweile als Update eingefügt haben. Dann doch mal, dass der Kundschafter auch als Sternchen gekennzeichnet ist, so wie es im Asian ist. Yes. Recht Forster. Ich meine, das ist jetzt nicht schwer. Updates gibt es genug. Oder gab es genug? Ready. Komm ready. Recht Forster. So, holen wir uns gleich noch die 5 Dorfbewohner. Als nächstes kommt eine Kaserne. Weil die sind mir definitiv zu schnell da. Commandment. Commandment. Als nächstes kommt eine Recht Kaserne, Forster. sagte er und baute noch ein Haus. Ja, das ist schlau. Yes, right. So, eine Kaserne hat er auch, aber doch hat er. Er hat sogar schon 2 Kasernen. Na gut. Ready. Aber es ist der Recht Vorteil der Forster. Tatsache, dass ich hier überall
meine Häusern baue, ist eben, dass ich einen relativ großen Sichtbereich habe. Forster. Das heißt, es wird schwer, sich hier vorbeizuschleichen, ohne dass ich es mitbekomme. Forster. Ja, Freundchen, Leute, ihr könnt gleich mal hier bleiben. So, du darfst dann auch mal noch ein Haus hinbauen. Du auch. Ich baue lieber mal 5 Bogenschützen, damit ich überhaupt was habe. Der andere mich nicht beschimpfen kann, was er sowieso nicht macht, aber egal. Yes. Ulrich Forster. Yes. Und uns noch das. Dann muss ich ganz kurz mal weg. Für einen Moment. So. Ach Gott, schon wieder viel zu viel Holz. Ready. Richt. Hier auch. 2 Häfen sind besser als einer. Hier machen wir noch 10 Bogenschützen draus. Hier kommen auch noch ein paar hinterher. Und ihr baut noch ein paar Häuser. Da sind sie. So zu erwarten. Solange nicht bemerkt, dass da ein Außenposten gebaut wird, ist mir das herzlich egal. Hier geht er mal ein Stück weiter nach hinten. Da ist das letzte Haus. Ihr baut genauso noch einen Außenposten. Hier hole ich mir die billigeren Fischerboote. Na, das finde ich jetzt nicht so nett. Machen wir es eben so. Leute, ich habe mittlerweile so eine Holzproduktion dran. Könnt ihr mir mit dem ein bisschen gar nicht. Hat jetzt da auch schon einen Hafen? Ja. Na gut, ich habe auch die billiger gemacht. Ey. Und jetzt den nächsten. Ich habe das ungute Gefühl, der kommt da gleich an. Dementsprechend baue ich mal eine Mauer. Oh, du hilfst da damit, du hilfst damit. Du baust von hier aus. Ach Mensch.
Commander. Runter. Yes? Heil, Forster. Heil. So, du baust dann hier noch ein. Das sollte nicht so geschehen. Commandement. Forster. Forster. Yes? Yes, I mean so. Ich komme nicht an das Kaputte ran. Mensch. Heil. Dürfte ich da bitte vielleicht irgendwas hinsetzen? Yes. Yes, I mean so. Danke. Heil. Recht. Forster. Yes. Komm auf, Forster. Yes. Ach, verdammt. Was hätte ich reparieren können? Komm ready. Ray Forster. Ha Forster. Command recht Forster. Ready. Yes. Forster. So, da bauen wir einfach hier mal ein bisschen was auf. Recht. Recht. Forster. Ready. Im Schutze der Außenposten. Yes, ready. I'm my wall. Yes. Yes, immer yes. Recht runter. Commander, my wands. Wir hätten minimalen Vorteil. Da geht er weg. Teil. Recht. Forster. Yes. Yes. I wall. Teil. So. Ist mir so egal. Yes. Yes. Forster. Yes. You wall. Yes. Was macht ihr denn? Oh, Idioten! Weil sie mich hervorgelockt haben. Gott, Scheißdreck! Ganz Armee tot, na klasse. Grummel. Yes! Commandement. Yes. Ready. Yes. Ready. Yes. Ready. Yes. Commandement. Ready. Commandement. Yes. So, sehr gut. Knall sie weg. Ach, fisch doch einfach. Yes. And ich recht, ich wohl. Come on. Yes. Ich recht. Solltet euch schon für eine Seite entscheiden. Das wäre ganz praktisch. Oh ja, hier bau einfach die Mauer nicht zu Ende. Braucht man ja nicht. Gute ist, die Außenposten machen extrem viel Schaden gegen die Schiffe. Endlich. Wenn wir sie zurückschlagen. Viel zu viele Einbußen. Viel zu viele Einbußen. Ich wollte gerade sagen, haben sie mir nicht eins zerstört? Yes. Ah, das war klar. Yes. Ready. Yes. Ready wall.
Das war zu erwarten. Also, ich hab's erwartet. Commanderman? Yes, ready. Yes, yes. Ready, Commanderman. Yes. Yes. Ach stimmt, mehr kann ich nicht. Ja gut. Sag mir nicht, dass jetzt die großen Fregatten. Oh doch. Yes, Commandement. Ich will. Yes, Commandement. Ready, Commandement. Ready, Richt, Augusta. Yes, Richt, Forster. Ready, come on, ready. Yes, ready. Yes, yes. And yes, ready. Yes. Einfach einen Hafen platzieren. Dann machen sie uns schon. Dann haben wir schon noch eine extra Verteidigung. Yes. Komm, dich kriegen wir noch. Dich krieg ich noch, Junge. Vielleicht kommst du nicht davon. Nein, nein, das lohnt sich gar nicht. Ich brauche dringend Nahrung. Ja, ich stehe überhaupt nicht gut da. Ich hasse einfach dieses verdammte normale Age of Empires. Das geht gar nicht. Ich brauche mehr Nahrung. Na gut, er baut schon Pikeniere. Yes. He was Forster. Yes. Leon. Ready. Avon. Greif doch mal an, Junge. Sofort angreifen. Leon. He wins. Ready. 400 Holz für die Mühle, das ist so übertrieben. Ich brauche meine Landnahme. Yes.
Oh shit. Baut erstmal ein Fort auf. Und natürlich habe ich auch nicht die Grenadierkarte, die man in Asian Dynasties hat. Nicht gegen das Vorkämpfen. So, da kann man entgegennehmen. Ready. Richt. Evol. Wo war der denn? Ach, da oben irgendwo. Commandament. Yes. Recht. Ich wohl. Yes. Yes. Ich kann das nicht leiden, wenn ich so schlecht bin. Yes. Hey, zu Fünfe. Ja, jetzt will er mich natürlich zum Vorlocken, ist ja klar. So blöd bin ich ja noch nicht. Yes. Ready, Ewald. Commandament. Yes. Ewald. Ready, man. Ewald, Ewald. Yes, Ewald. Yes. And if I mean so. Ready, Commandament. Ready, Ewald. Commandament. Yes. So, wenn ich in dem dritten Zeitalter bin, mache ich dann sowieso mehr Schaden als der. Also brauche ich die Wirtschaft. Mensch, kann doch nicht so schwer sein, einfach mal die Rohstoffe dazu sammeln. So, und ihr fischt da oben. Weiter. Du Typ, gehst mal nach hier unten. So, und jetzt dann die ordentlichen Schiffe. Ich könnte eigentlich da drüben bauen. Mache ich, glaube ich, auch. So, ich mache schon deutlich mehr Schaden als der. Weg mit dir. Gut, er kommt von hinten ran. Das ist sehr schick. Nach 10 Jahren kommt dann auch irgendwann, glaube ich, dann mal mein Wagen an. Irgendwann brauche ich dann auch mal die weiterentwickelte Plantage. Kommt dann als nächstes. Oh shit. Das muss jetzt geschützt werden. Wenn es nur ein kleines Gebiet ist. Es ist ein kleines Gebiet, was durch eine Kanone was durch eine Mauer geschützt wird. Das ist gut so. Gut, das ist drin. I mean,
I mean, Iwis. Schießt. Aber Plankler kann auch so fies sein. Das Spiel ist keine Glanzleistung von mir, beim besten Willen nicht. Um Gottes Willen. Schießt die Kanonen kaputt. Hm? Ah, Weiterentwicklung der Tage. Oje, oje, Mini. Noch irgendwelche? Ja, habe ich. Dann baue ich noch. So, erstmal Münzen. Ein Glück ist Rot so gut. Wäre mein Teamkamerad schlechter als ich, wäre mal sowas von am Arsch gewesen. Einfach absetzen. Hallo. Absetzen. Danke. Mein Glück haben die nicht viel Leben. So, aber so schnell bin ich nicht tot, Junge. Muhaha. So, nur Ball reparieren. Oh, schlei. Was macht der? So, dann bauen wir nochmal 10 Musketiere und 10 langen Bogenschützen. Und hier machen wir mal die Lebenspunkte. Und du Schadensbonus gegen Dorfwohner sinnlos, Bogenschütze, alle Aktionen schaden um 10%. Sehr gut. Yes. Hände. Recht, yes, ich yes. Yes, ready. Yes, immer die Wall. Immer die Wall. So, dann können wir mal nachgucken. Recht, yes. Nach eventuellen weiteren Schiffen. Oh. Ah, nee. Gegen vor kämpfe ich nicht. Nicht mit den paar Schiffchen. Da warte ich, bis ich im vierten bin. Das ist jetzt. Dann kommt ein Fabrikwagen und verdammt, die Haubitzen sind natürlich nicht. Ach, die sind natürlich nicht im normalen Age of Empires verfügbar. Ist ja klar.
meine, das wäre auch zu schön. Nein. Ihr baut mir mal hier ein paar Häfen, damit wir unsere Schiffchen reparieren können. So. Bruch, Bruch. Jetzt kann man loslegen. Da baut sich mal alleine auf. So, Jungchen. Gegen eine britische Seestreitmacht kommst du nicht an. Das kann ich dir versichern. So, das kann man hier hinten bauen. Mensch, da sind direkt neben dir Fische. Kann nicht so schwer sein. Du lebst nicht lange. Na toll, sie haben Mörserschiff zerstört. Gut gemacht. Ist mir geil. So, da kommt der zweite Fabrikwagen an. Oh Gott. Ready. Uricht. Uricht. Orchester. Wir haben da drüben schon wieder was gebaut. Menu. Und nicht einmal alleine gelassen werden. Ah, dann noch hier ein Schiff. Da war nicht schnell für. Gut. Dann eben noch ein paar Dorfbewohner und hier noch was. Wo ist der Wald? Da ist kein Wald mehr. Gut. Ich brauche keinen Wald, um Holz zu farmen. Nein. Oh nein, Kürassiere. Sehr schön. Das ist nicht gut. So, sehr gut. Gehen wir hier hin. Das brauchen wir nicht. Ah,
Oh, sollte man mein Schiff wieder reparieren. Nein, nein, nein. Dann hier. Ach, endlich. Er gibt auf. Ich habe 10 Leuten da befohlen. Ah, gut. Uiuiui. Ich war jetzt zum Schluss etwas leise, das tut mir leid, aber es ist niederschlagend, wenn man so fast verliert. Oh. Ja, ich kann das echt nicht leiden. Naja, wie auch immer. Ich würde sagen, sehen wir uns im nächsten Netzbattle. Bis dann oder haut rein und tschüss. Tschüss.